Willkommen, Bürger und Scharlatane und Seekadette zu Let's Play Ultimate Dreadnought. Wir haben ja länger nicht gespielt, ich hatte ein bisschen vorproduziert und wir hatten uns überlegt, das größte Tier auf dem Platz herauszufordern. Wir gucken mal, meine Forschung, wo ich gerade bin. Bessere Panzerung geht immer. Große Geschütze wollten wir, genau, wir wollten dickere Geschütze haben, und was haben wir noch? Turm-Mechanismen, okay. Politik. Die Franzosen. Verärgern wir. Und wir können uns ja mal mit den Briten. Mal gut stellen für die Runde. Genau. Dann geben wir ab. So, schauen wir mal. Ach, wir gewinnen noch einen Krieg gegen Serbien, so wie immer. Mal gucken, ob wir einen Weltenbrand auslösen können. Irgendwie müssen wir vielleicht die Franzosen beleidigen oder so. Mal, das könnte was werden. Er rödelt. Na gut, weil die Franzosen auch 100 Milliarden Schiffe bauen. Okay. Was haben wir denn für ein. Ich will aber keinen Krieg in Italien führen. Nee, nee, wir sind. Na komm. Okay, eins unserer Schiffe ist mit einem Zerstörer der Japaner kollidiert. Ja, schlechtes Wetter. Marderkatzen wurden bestellt. Machen wir. Oh, haben sie mit den Briten gut verstanden. Ist der Krieg gegen Serbien aus? Na, schaffen wir wieder nichts. Okay. Das sind Trainingskriege. Einfach nur zum Trainieren. So. Politik. Oh, die Franzosen. Wir hassen euch. Oh, mit Japan. Wir wollen ja Japan verärgern. Die Franzosen. Was? Kante? Und eine Flotte von 600 Schiffen. Der Irak baut eigene Schiffe. Genau. Mit den Briten versuchen wir es auch gut zu stellen, sodass, wenn der Krieg ausbricht, ne, das eine sehr interessante Geschichte wird. Oh, die haben die Schlachtschiff Charlemagne verschrottet. Royal Alfred Klasse, okay. Unser Kriegen, die müssen wir irgendwie kaputt kriegen. Ja. Ne, könnte sowas von Deutsch sein. Okay, Frankreich, okay. Oh, minus 6% Panzerungsgeschwicht durch hochfesten Stahl. Oh, 16 Zoll Kanonen, sehr schön. Verbesserte Minen. Ja, komm, bauen wir. Genau, Frankreich. So, wo haben wir unsere Briten? Wir mögen euch Briten, aber nicht die Franzosen. Sagt die Forschung. Gucken wir mal. Schütz-Layout wird besser. Nächste Runde. Neue Designs kriegen wir in den nächsten Runden. Das gefällt mir auch. 46% bei den U-Booten. Hier sieht es auch gut aus. Ja, da müssen wir demnächst ein bisschen vorankommen. Norwegen baut auch eigene Schiffe. Ah, ich freue mich, wenn die dann ein bisschen mehr abdecken mit der Wirtschaft, dass das nicht mehr so durch ein drüber ist. Mit dem Geld Millionen aus, okay. Und die 60 Millionen hier. Krieg! Briten und Tannien gegen den Japaner. Gucken wir mal. Frankreich und Japan.
Gucken wir mal. Barbetten, Anti-Flashfire. Okay. Oh Gott. Ja, Japanische Kaiserreich ist Krieg mit den Italienern, China. Okay, und Frankreich, Italien und China haben sich zusammengeschlossen, um gegen Japaner zu kämpfen. Da müssen wir uns mal gucken. Wie sieht es da mit den Flotten aus? Franzosen haben 623 Schiffe und die guten Japaner haben 44. Okay, ich glaube, das wird nichts. Minus 72 Millionen, wieso machen wir denn so viel Miese jetzt? Sowjetunion und Ukraine stehen kurz davor, Krieg zu führen. Gucken wir mal gleich. Und jetzt, die haben auch noch verschrottet. Größere Zerstörer. Plottingroom. Oh. Dreifach. Oh, Dreier. Doppel Large Gun Turrets. Oh, da können wir jetzt. Das gucken wir uns gleich mal an. Genau. Sowjetunion aus Moldawien. Gegen die Ukraine. Könnte man ja fast gemein sein. So. Gucken wir mal Schiffdesign an. Wir gucken mal. Die Unsinkbar. Die refitten wir mal. Also. Die Unsinkbar Klasse. Sag mal her. Haben die noch davon welche durch die Gegend tuckern? Unsere 13 Variante, genau, okay. Bessere Panzerung geht nicht. Hier kann man auch nicht viel machen. Also, muss auf Refit gehen. Da. Jetzt. Was macht der Radioraum? Interessant. So. Beste Panzerung hast du. So. Wunderbar Geschütztürme. Die haben 10 Zoll 37. Centerline. Die werden ganz schön groß. Okay. Nein, Zoller kann man hier auf 11 Zoll. Gott. Müssten also die Türme ein bisschen umbauen. 10 Zoll Dreiertürme. Oh, die werden so riesig. Nehmen wir dich mal weg. Sind so Dreiertürme würde funktionieren. Okay, können wir vielleicht noch höher gehen? Was habt ihr denn für eine Reichweite? Wir gehen mal auf 3. Gehen wir mal auf 7500. Oh ja, die werden immer besser. 7,5, 5,5, 6,8, 8,2%. Achso. Da habe ich natürlich die falschen Werte geguckt. Was habt ihr? Ich habe auf 7000 Meter 1,6 Trefferchance. 1,6. 4,5. 6,1. Okay, das wären also die 13 Zoll Dreiertürme. Wären eigentlich jetzt die spannenden, sagen wir mal.
raus. Nehmen wir mal die beiden weg. Okay. Lassen wir den versetzen. Dann könnten wir hier die 13 Zoll Geschütze raufdengeln. Beide sogar. Wir haben 1000 Tonnen zu schwer. Und die hätten ein Drehproblem. Okay, das sieht gut aus. Und hier können wir die 10 Zoll Dreiertürme machen. Wird das funktionieren? Okay. Wieso passen die nicht mehr? Ach so, das sind. Die will er Sekundärgeschütze haben, okay. Da sind sie. Hat man das also erheblich verbessert? Im Halb 6,1%, 10, 3%. Haben wir hier die kleinen Geschütze? Dann können wir hier noch was anderes machen. Den besten Entfernungsmesser. Geschützgenauigkeit. Machen wir das. Error Seite. Irgendeinen Fehler hat er. Weiß auch noch nicht genau, was er meint. Dann haben wir die beste Panzerung. Gucken wir, macht das irgendwas? Und ich versuche noch die Geschwindigkeit noch mal zu erhöhen. Gasturbinen. Hilfsmotoren. Könnten wir auf 25 Knoten kommen? Machen wir mal 24 Knoten. 24. 24. 24, nee, 23. 23 Knoten, das würde funktionieren. Dann können wir noch ein bisschen Panzerung auftreiben. Bumm. Bumm. Panzerung noch mal ein bisschen erhöhen. Okay. Speichern wir mal. So, hätten wir jetzt das, nehmen wir mal als Verbesserung. So, und dann haben wir die dicken Bertha. Die können wir natürlich auch jetzt mal refitten. Da will ich jetzt. Wir hatten ja da 13, 12 Zoll Geschütze haben wir. Gucken wir mal, ob wir die hier wirklich hochziehen können. So, und dann können wir hier noch draufsetzen.
Das macht er nicht. Okay, dann gehen wir auf 12 Zöller. Was ist dein Problem hier? Ja, okay, ich sehe schon, was los ist. Haben sie ein bisschen rumgespielt und da sind die Werte anders von den Schiffen. Von den Türmen. Wieso? Ist zu groß? Nehmen wir den kleinsten. Der würde passen. Okay, machen wir es anders. Nehmen wir zurück. Das Design löschen wir. Und wir refitten. Da haben wir mehr als genug. So, dann gucken wir mal Schiff Design. Unsinkbar ist uralteste Version. Die Geberta ist halt die modernste. Machen wir mal so, dicke. Ah ja, alles klar, hier dicke Bertha, da haben die Türme sich irgendwie verschoben. Deswegen passt das alles nicht mehr. Hier passt es mit dem Mount nicht mehr. Gut, nehmen wir den raus. Dann machen wir unsere Dreier 13 Zoll Geschütze. Sieht schon mal deutlich anders aus. So. Medium. So, können wir da jetzt 3er 12 Zoll Geschütz draus machen? Ja, das passt. Das funktioniert jetzt. Mal gucken. Na komm. Barbetten. Was haben wir hier? Medium Superimposed. Medium.
So weit weg von. Okay, den will er da haben, okay. Okay. So, dann Hauptgeschütz. 3er, 12 Zoll. Können wir auch ein. Können wir 13 Zoller draus machen? Ja, wir können 13 Zoller draus machen. Na, dann machen wir 13 Zoller. Ah, verdammt. Dann machen wir 13 Zoller draus. Das gefällt mir noch. So, Error Center. Wann sollte das passen? So, dann können wir hier in einem Zweiergeschütz. Was haben wir hier? Unsere Nebengeschütze sind 8 Zoller. Könnte man jetzt eigentlich durch. Entsprechende andere 8 Zoller ersetzen. Schiff ist 500 Tonnen zu schwer. Na ja, gut, okay. Ja, mit der falschen Panzerung ist auch kein Wunder. Das würde es genau passen. Empty Barbette. Wo ist denn hier eine Empty? Doch hier keine leere Barbette. Habe ich immer eine Barbette, die nicht verfügbar ist. Weiß das nicht, welche Barbette hier, wo hier eine Barbette rumsteht. Wo ist hier eine Barbette? Du bist gefüllt. Eindeutig. Wo ist die Barbette, die leer ist? Wo backst du rum? Hm? Okay, dann müssen wir noch mal von vorne ansetzen. Also wir machen erstmal alles weg. Gut. Okay. Also wir brauchen einen Hauptturm. Outspotting, Torpedospotting, Aiming Speed. Nehmen wir mal den größten und den besten. So. Dann brauchen wir einen Zweierturm. Nehmen wir auch den größten und den besten. So. Dann nehmen wir uns mal Hauptgeschütze. Da hatten wir gesagt, 13 Zöller, Dreier. Einmal hier einen haben. Einmal hier einen. So.
Dann brauchen wir mindestens einen Schornstein. Da können wir den schicksten und dicksten nehmen. Erstmal. Ach, das backt hier irgendwie aus. Leere Bavette. Ich habe da nicht mal eine einzelne Bavette. Ah. Nimm die Bavette. Okay, gut, will nicht. Packt vor sich hin. Mal neue. So, Politik. Briten wollen Freunde sein und wir gucken mal. Wir geben ab. Oh, Ägypten hat das Schlachtschiff Triumph gebaut. Schön. Zwei Marderkatzenzerstörer, aber gerne. Bei den Briten hat es funktioniert. Wie sind mit den Russen aus? Ja, die haben auf den Sack gekriegt. So, Flotte. Was haben wir da? Ja, ich will mal nach Klasse. Dicke Bertha, unsinkbar. Eine bauen wir noch. Und dann haben wir keine Schlachtschiffe mehr. Dann kommen schon die Kreuzer. Okay, alles klar. Die Franzosen ärgern. Was passiert? Q-Klasse, okay. Die 5-Zoll-Geschütze sind verbessert. Oh, Chile ist unser Verbündeter und Handelspartner. Na komm, Marderkatzen, komm. Oh, minus 15 bei den Franzosen. Wie sieht es mit unserer Nachrüstung aus? Okay, alle nachgerüstet, sehr schön. Politik 88. Okay, dann machen wir noch schnell die Runden. Und vielleicht haben wir ja im Jahre 1919 den großen Weltenbrand. Oh, da gab es eine Menge Seeschlachten. Marderkatze, ja komm, Syrien. Syrien, immer. Oh, wir verstehen das mit den Briten. Helgoland hat sich selbstständig gemacht. Helgoland. Jo, dann müssen wir ein paar Schiffe verkaufen, ne? 24. 1000 Einwohner, 24 Soldaten. Ach, Helgoland. Schön. Gut. Ja, die Politik, die Franzosen. Ja, kleine Force Fraiche. Jetzt den Krieg auslösen. Haben sie jetzt verschrottet. Okay, bessere Boiler. Okay. Griechenland möchte eine Marderkatze. Kriegst du? Oh, 8, 8. 96%. Oh, pass auf. Die zwei Runden können wir noch machen. Minus. Nächste Runde. Okay. Bin ich ja mal gespannt.
Da ist eine militärische Krise in Tanganyika. Okay, wir sollen nur Einfluss nehmen. Was haben wir denn hier? Wir brauchen mehr Kreuzer. Ja, na klar, immer, immer. Kreuzer brauchen wir. Also Kasematengeschütze, okay. Okay, Schiffe sind minenbeschädigt. Marderkatzen bauen. British Empire, Britische Reich mag uns. So. So, Frankreich, jetzt ist es soweit. Wie viele Schiffe habt ihr noch? 631, die Japaner. 42, oh, okay. Oh, irgendwann einen kleinen Franzosen. Jetzt geht's rund. Können wir den großen Krieg? Und tatsächlich, im Jahre 1900, im Jahr erster. Das wird dann entspannt. Überziehen wir bestimmt wieder 10 Minuten, aber egal. Das wollen wir jetzt rauskriegen. Und jetzt ist es soweit. Frankreich bedroht uns und wird uns den Krieg erklären, wenn man nicht ein bisschen runter kann. Nee, 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 nee. Natürlich. Nee, 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 nee. Wir kämpfen. Okay, wir werden beschuldigt, die Schiffs. Nee, 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 nee. Klack. China. Oh, man wurde, der chinesische Admiral wurde ausgetauscht. Krieg zwischen dem Britischen Reich und den Vereinigten Staaten. Yay. Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Italien. Yay. Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und China. Yay. Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Frankreich. Yay. Krieg zwischen Österreich-Ungarn und dem Britischen Imperium. Nein. Krieg zwischen Österreich, Ungarn und Italien. Krieg zwischen Österreich, Ungarn und China. Krieg gegen Frankreich. Die Japaner sind in unsere Allianz beigetreten. Ja! Okay, bessere Geschütze. Oh, wir können besser Rauch machen. Dampfgas-Torpedos. Oh, bessere Torpedos. Sehr schön. Komm, ein paar Marderkatzen noch bauen. Noch mehr Marderkatzen bauen. Ja, Frankreich. Dann gucken wir mal. Wir rechnen mal zusammen. Wer hat wie viele Schiffe hat? Ich schnapp mal einen Zettel. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Dann gucken wir mal. Also. Frankreich, unser Feind. Die haben 630 Schiffe. Die Amerikaner haben 507. 141 für die Italiener. 278 für die Briten. China hat 146 auf dem Kerbholz. Sowjetunion ist neutral. Japan hat 38 auf unserer Seite. Und wir haben 603. Gucken wir mal. Das macht, das sind 9, 10, 14, 1049 Schiffe auf der Gegenseite. Dann haben wir hier 10, 16, 19, 8. 1289 auf unserer Seite ausgerechnet. Und wir können auch versuchen, wer ist denn neutral? Wer ist denn das einzige Neutrale? Ja gut, bis auf die Russen sind alle im Krieg beteiligt. Können wir die Russen noch mit reinziehen. Oh. Gut. Ich werde dann in der nächsten Folge loslegen. Ich werde dann in der nächsten Folge im Off die ganzen U-Boote verteilen. Das werden eine ganze Menge werden. Wir haben ja 300 Stück. Und wie sieht die Ukraine aus? Ukraine verteidigt sich, ja. Und dann gehen wir auf die Jagd nach italienisch, nach Schiffen ohne Ende. Ja, das ist der Weltenbrand ist ausgebrochen. Der Weltenbrand, eindeutig.
Der große Weltenbrand. Oh, hier wird's Gekloppe geben. Ich muss mal, in der nächsten Runde müssen wir jede Runde gucken, wie es dann einmal aussieht. Gut, liebe Bürger und Scharlatane und Seekadetten, wir freuen uns auf die nächste Folge.